My name is Johnny Knoxville and this is the Luftballon. Wenn ihr dachtet, der geht jetzt kaputt oder wir lassen den platzen, da liegt der total falsch. Hier muss ich nämlich gerade alle aufpusten für Maries Geburtstagsparty. Das sieht dann ungefähr so aus. Hey! Genial! Faule Katze 1. Faule Katze 2. Molly! Was ist das denn? Hi, Schatz. Alpaka. Adi. Alpaka. Oh. Entschuldigung. Hi, Schatz. Mach ruhig weiter. Schweinenase. So, das ist Pikachu. Aber nicht das, nicht das. Guck mal, das hier. Was ist das? Rotkäppchen oder was? Hier Schwein oder wie? Dann haben wir aber noch. Hä? Was ist das? Das ist auf jeden Fall, das müsst ihr kaufen. Das lasse ich jetzt da hängen und gehe schnell weg, aber sieht auf jeden Fall lustig aus. Aber jetzt auf zum Raid. So, und eigentlich ist es ja eine Pokémon Go-Folge, ne? Denn nach Krypto Zapdos, der gestern da war am Wochenende, kam ja der Raid-Boss-Wechsel auf Krypto Lavados, der heute da ist am Wochenende. Und den möchte ich zur Begrüßung dann auch direkt machen und hoffen, dass er drin bleibt beim ersten Raid. Denn ich habe ja immer nur einen Raid-Pass. Und wenn jeder Lechi direkt im ersten Raid drin bleibt, ist das perfekt. Dann kann ich die anderen nämlich mal für Psiau nutzen. Was auch, warum auch immer. Wichtig, gerade bei Vor-Ort-Raids wie Lavados, du kannst nicht einladen, du brauchst Leute vor Ort, weil ich keine Leute vor Ort habe. Habe ich euch jetzt mal wieder hier mit 4 Handys ausgestattet. Das seid ihr. Huch. Und das bin ich. Das heißt, ich mache jetzt den Raid mit dem Lavados. Mal gucken, ob vielleicht noch Fremde dabei sind. Ich habe das auch in den Meininger Discord reingeschmissen, habe gesagt, ja, hier Raid und so und alles. Und mal gucken. Der eine hat gleich gesagt, er ist dabei mit Fernraid-Pass, aber das funktioniert ja nicht. Ich sitze jetzt auch hier auf dem Boden. Das ist das Schloss Elisabettenburg. Wir gehen jetzt hier drauf. Jetzt hat sich das Spiel aufgehangen, oder was? Die Aufnahme läuft und das Spiel hängt. Perfekt. 13:45 habe ich den angesetzt, wollte ich in die Lobby rein, wollte das machen. Ich hoffe, das WLAN passt. Ich muss dem Handy, mit dem ich aufnehme, nämlich immer Hotspot geben. So, jetzt, es ist 45, ich drücke mal auf die Arena drauf, werfe den Pass ein für Krypto Lavados. Werf bei den anderen auch den Pass ein und dann sind wir mal gespannt, wer noch dabei ist und ob noch jemand dabei ist. Hier wählt es lauter Despodar aus. Despodar ist ja eigentlich ein Unlicht-Pokémon, aber auch vom Typ Stein. Da steht überall SS dran, weil die alle Katapult und Steinkante haben. Eigentlich müsste man ja KS schreiben für Katapult und Steinkante, aber das ist jetzt hier SS. Für Steinkante und nochmal als für zweimal Gestein heißt das einfach. Was kann man sonst noch nehmen? Lavados ist auch vom Typ Feuer, das heißt, ihr könnt natürlich auch Wasser-Pokémon nehmen. Auf den anderen Accounts sehe ich hier zum Beispiel Kyogre. Kyogre ist dabei als Counter. Oder weil es vom Typ Flug ist, müsste vielleicht sogar Elektro gehen. Aber am besten nimmt man Gestein. Terrakium ist chillig, Rihonyor ist chillig, Ramaidon ist ein richtig guter Gesteinsangreifer. Wir sind jetzt hier 17 Leute, ich blicke gar nicht mehr durch. Ich kann ja mal durch die Lobby gehen und schauen, wer da ist. Eine Konda-Grafik habe ich jetzt nicht gepostet, irgendwie ging das unter. Die ganze Zeit war ja eh die Frage, kann das shiny sein, kann das nicht shiny sein? Wir dachten, nachdem Arctos 3 Monate da war, dass Zapdos 3 Monate bleibt und dann Lavados 3 Monate kommt in der Krypto-Variante. Aber nach einem Monat, Zapdos war Feierabend und sie haben jetzt Lavados rein. Dafür haben sie beim Lavados auf der Infografik kein Shiny-Symbol gemacht. Bei den Oktober-News war das nicht als Shiny angekündigt. Heute haben die Japaner herausgefunden, es ist als Shiny möglich. Also, wenn ihr ein Shiny haben wollt, könnt ihr danach raiden. Iversoft, Mr. Nobody, Ivermilt, Blood and Fierce, Falktrix, Mäusekind, Madibashi, Naya, Aquanake, Linus, Faxerate, Eric, Habanero Lime, Barcode, Strichcode, Makani, Nüsse, ne? Covid-19, Impfung, wirklich Icke, C4 irgendwas und Pfeffi18. Wer ist Pfeffi18? Pfeffi18?
Ach so! Pfeffi 18, das hat der King Hammer heute gemeint, dass er den kleinen Schnaps in die Arena gesetzt hat und rot gemacht hat. Letztens habe ich mich nämlich gefreut bei meiner jetzt mittlerweile Heimarena. Hat sich nämlich mal einer reingesetzt und ich habe gesagt, Alter, hier gibt's andere Spieler, guck dir das an. Und das war Pfeffi 19. Und jetzt habe ich mich geärgert, weil ich dachte, okay, die kann die ganze Zeit gelb bleiben. Da, ja, brauchst du nichts anderes. So, nutzt man jetzt hier diese Edelsteine. Ich drücke mal überall drauf. Hier drücke ich auch einmal drauf, dass jeder halt so einen Edelstein eingesetzt hat. Aber die meisten haben ja schon gesagt, sie machen das immer ohne Edelsteine. Die sagen, ich habe das mit 4 Accounts gemacht, mit Edelstein. Wenn wir hier 18 Leute sind, müsste das natürlich auch ohne gehen. Nochmal fürs Protokoll. Wir sind 18 Mann in der Lobby. Aber ich bin alleine und fühle mich nicht alleine, da ihr ja da seid und mir helft. Richtig genial, danke an der Jentik. Ich verstoße schon wieder gegen die Nutzungsbedingungen, da ich mit 4 Handys spiele. Aber muss ich ja, sonst hätte ich es nicht geschafft. Das ist es, was dahinter steckt. Jetzt gucken wir mal, ob irgendeiner einen Shiny hat. Wir lassen das am Rand mal durchlaufen, schauen mal kurz die kleinen Accounts an. Oder ob ein gutes dabei ist. Ich glaube 1960 müsste ein gutes sein. Wir haben 1936, 1869, 1876 und was macht der Große? Was macht der Main Account? Der mittlerweile Main Account hat erstmal 15 Bälle, am wenigsten. Die anderen haben 16, 18 und 19 Bälle. Ich habe nur 15 Bälle. Obwohl es bei dem wichtig ist, dass der fängt. 1877. Ja gut, ist das zweitbeste, aber trotzdem mega schlecht. 1936 sieht auf jeden Fall gut aus. Aber bei denen könnte ich auch, obwohl, warte mal. Ein Account war wichtig, dass ich den mitnehme. Auf dem müsste ich eigentlich auch fangen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier drum. Schauen, ob wir es hinkriegen, den zu fangen. Ich bin eigentlich ein bisschen aus der Übung, gerade was diese Vögel betrifft. Das war Ignivor. Ignivor hat geholfen. Ich habe daneben geschossen. Ignivor hat einen Kopfball gemacht. Einfach fabelhaft getroffen. Und es ist wieder mal drin im ersten Ball. Das ist genial. Und es ist schon wieder Pokédex-Eintrag. Ein Raid, ein Dex-Eintrag. Das war bei Raikou so, bei Entei so, bei Suicune so, bei Zapdos jetzt so, jetzt auch bei Lavados. Also es füllt sich, obwohl ich damit halt trotzdem nichts machen kann. Hat auch nur einen Stern. Ist auch eigentlich Quatsch. Ich bedanke mich trotzdem fürs Dabeisein, dass ihr geholfen habt. Das ist wichtig. Oh, gewinne 10 legendäre Raids. Da seht ihr mal, wie gut ich bin mit dem Habanero-Account. Ich muss insgesamt noch 12 machen. Dann kommt der Levelaufstieg auf 41. Habt ihr schon ein Krypto-Zapdos? Habt ihr schon ein Krypto-Lavados gemacht? Habt ihr ein gutes? Werdet ihr das suchten? Werdet ihr viel raiden? Ich werde wahrscheinlich nach dem jetzt gar keins mehr machen und mich auf die normalen Fünfer konzentrieren, wo man auch einladen kann. Das ist auf jeden Fall nicht so stressig. Ansonsten, wer das Shiny hat, schreibt's rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.